Also normalerweise kennt ihr mich ja als sehr, sehr schnelle Umsetzerin. Ich setze auf. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Wenk, Immobilienmaklerin, und heute habe ich ein ganz besonderes Thema für dich. Denn heute geht es um meine 5 besten Tipps, um ins perfekte Maklerbusiness einzusteigen. Also normalerweise kennt ihr mich ja als sehr, sehr schnelle Umsetzerin. Ich setze auch auf 80-20, auf das Pareto-Prinzip und so weiter. Aber bevor du in das Maklerbusiness einsteigst, brauchst du eine gewisse Vorbereitung. Und da würde ich dann doch ein bisschen mehr Zeit investieren, als direkt loszulegen. Also in dem Fall solltest du dir auf jeden Fall als erstes Gedanken machen, wie du dich eigentlich vorbereitest. Also in Bezug auf Weiterbildung, auf Seminare, also so, dass deine Kunden auch merken, dass du wirklich ein kompetenter Immobilienmakler bist. Das ist wirklich Punkt Nummer 1. Ich schreibe es auch extra nochmal ein, weil es so wichtig ist. Wie entwickelst du die Kompetenz, damit du auch selbstbewusst in den Gesprächen, zum Beispiel beim Objekteinkauf mit den Eigentümern, sprechen kannst? Als Punkt Nummer 2 empfehle ich dir, bevor du dein erfolgreiches Maklerbusiness startest, dass du einfach mal träumst. Mach dir einfach mal Pläne, Ziele, schreib dir auf, was willst du wirklich erreichen, was sind deine Zielbilder, druck dir das ruhig mal aus und mach dir eine Art Zielwand, wo du dir deine Visionen einfach mal dran pinnst. Das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Das wird dich nämlich auch in Zukunft dabei unterstützen, weiterhin immer motiviert und fokussiert zu sein, denn dann hast du auch immer im Blick, warum du dir diese ganze Arbeit aufzwingst. Wenn du dir deine Ziele aufschreibst, dann sollten sie auf jeden Fall smart sein. Also das Wort smart in Bezug auf Ziele mit sich vereinbaren, Ziele überhaupt konkretisieren, das wirst du nochmal in meinem nächsten Video erfahren. Aber ich schreibe es auf jeden Fall schon mal an. Also Träume. Also mit diesem Smart-Ziele-System kannst du deine Ziele nochmal ganz klar individuell aufschreiben und vor allen Dingen dir Deadlines setzen und das Wichtigste eigentlich da drin, den Weg formulieren, wie du dieses Ziel erreichst. Also da werde ich auf jeden Fall im nächsten Video nochmal drauf eingehen. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, der war nämlich da schon so ein bisschen mit integriert. Es geht nämlich um das Thema, wie wirst du diese Ziele konkret erreichen? Also schau wirklich, dass du dir eine Art Rahmenplan machst, den du mit dir selbst auch vereinbarst, wo du dir genau notierst, bis wann du was erreicht haben möchtest und wie du vor allen Dingen dahin kommst. Also zum Beispiel kannst du dir als allererste Aufgabe setzen, ich brauche bis zu meinem Starttermin meines Businesses folgende Dinge. Ich brauche eine Internetseite, ich brauche bis dahin irgendein Portal, eine Plattform, wo ich auch meine Objekte drauf ausschreiben kann. Ich möchte innerhalb der ersten Woche meiner Selbstständigkeit meinetwegen 7 neue Objekte akquirieren. Dann kann zum Beispiel ein nächster Schritt sein, du hast jetzt deine 7 Objekte akquiriert, dann hast du einen Abschluss innerhalb den ersten 20 Tagen gemacht. Wenn du diesen Abschluss in den ersten 20 Tagen geschafft hast, kannst du dir beispielsweise als nächsten Folgeschritt vereinbaren, dass du dann eine 450-Euro-Kraft einstellst. Und so sollte das Zielsystem für dich funktionieren. Also schau wirklich, dass du deine Ziele smart aufschreibst und dann überleg dir ganz konkrete Schritte, Pläne und vor allen Dingen Folgeschritte, was passiert, wenn du das erreicht hast. So, kommen wir zu Punkt Nummer 4, und zwar geht es um das Thema, was brauchst du jetzt wirklich für den Starttermin alles? Also was soll bis zum Starttermin XY alles vorhanden sein? Und da musst du dich natürlich darum kümmern, dass deine Gewerbeanmeldung da ist, ja, also dass das auf jeden Fall schon mal in sicheren Tüchern ist. Du brauchst auf jeden Fall eine Visitenkarte, sobald es losgeht. Du brauchst eine CRM-Software, in welche du dann deine Objekte, Adressen einpflegen kannst, deinen Kalender verwalten kannst und so weiter. Du brauchst natürlich schon die Portale, das heißt, du müsstest dann auf jeden Fall auch Verhandlungen schon anstreben und an Starttermin X sollte auch alles eingereicht sein. Ja, weiterhin brauchst du bis dahin irgendeine Internetseite, eine Plattform im Internet, wo du dich präsentieren kannst, also eine digitale Visitenkarte. Und du musst natürlich
diese technischen Geräte anschaffen. Ja, also du brauchst bis zum Starttermin auf jeden Fall eine Kamera, ein Handy, ein PC. Ganz, ganz wichtig. Und das Wichtigste für dich ist natürlich, du brauchst einen guten Arbeitsplatz, wo du ungestört arbeiten kannst, wo du telefonieren kannst. Ja, kommen wir zum allerletzten Punkt, Nummer 5. Jetzt hast du also die perfekten Vorbereitungen getroffen und jetzt ist dein Starttag. An diesem Starttag musst du natürlich dafür sorgen, dass alles sitzt, ja? Also dass du wirklich um 8 Uhr loslaufen kannst und starten kannst. Hol dir am besten deine Zieleliste raus, guck, dass du die immer vor Augen hast und schau, dass dein Rahmenplan irgendwie immer in der Nähe ist. Weil dann kannst du den einfach abarbeiten. Am ersten Tag empfehle ich dir wirklich einfach mal einen Facebook- und Instagram-Post rauszuhauen, vielleicht ein kleines Video. Erzähl deinen Bekannten, Freunden, Verwandten, wie auch immer, dass heute dein neues Business beginnt und was du jetzt vor allen Dingen alles anbieten kannst an Dienstleistungen. Und schau, dass du das wirklich veröffentlichst. Das ist ganz wichtig. Am Starttag würde ich außerdem potenzielle Kunden schon anrufen. Ich würde mich bei sämtlichen Hausverwaltungen vorstellen und wirklich proaktiv schon Objekte akquirieren. Ganz wichtig. So, das war für heute mein Video mit den 5 Tipps zum erfolgreichen Starten als Immobilienmakler. Ich hoffe, dir hat das Video heute gefallen, dich hat es weitergebracht. Es waren ein paar Tipps und Informationen drin, die dir helfen. Und wenn du der Meinung bist, dass dieses Video auch noch für jemand anderes spannend ist, dann solltest du es natürlich teilen. Vielleicht noch mal kurz zurück zu diesen ganzen Themen. Diese ganzen Punkte besprechen wir natürlich auch im Rahmen meines Mentoring-Programms. Wenn dich das interessiert, schreib mir einfach hier unten rein. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Ich bin Vanessa Wenk und tschüss!